Okay, wunderbar. Hallo liebe Leute, hier ist eure Carmen aus St. Moritz, Powercoach auf der Alps. Ja, und ich stelle euch eine wundervolle Frau vor, Marian Wieder. Herzlich willkommen zu unserem Interview hier. Liebe Carmen, ich danke dir herzlich für deine Einladung. Ich finde das ganz toll, dass ich dich kennengelernt habe und wir jetzt ein Stück einen gemeinsamen Weg gehen. Wir sind hier in St. Moritz. Ja. Wir sind im Training für die Speaker-Kreuz, lernen uns durch das natürlich auch kennen, weil die Eigenheiten treten jetzt zutage, worin ist man schon gut und was wird noch besser. Und wir tun. Das hast du jetzt ganz genau auf den Punkt gebracht und bist mir da schon auch ein bisschen vorgedrungen. Bevor wir aber über dein Tun sprechen, woher kommst du? Ich komme auch aus einem Bergkanton. Mhm. Meine Eltern, die haben im Wallis gelebt. Genau an der Sprachgrenze, Sieders französischsprachig, oberhalb ist deutschsprachig und da kommen natürlich so Eigenheiten zutage und das Tal ist ja eher eng, man hat rechts und links die Berge und das heißt, die Walliser haben einen sturen Kopf, einen harten Grind, wie wir sagen. Und das hat seine Vorteile. Und jetzt hier muss ich natürlich sagen, wenn ich Richtung Seen bin, in die Weite bin, das öffnet natürlich den Geist. Und beides ist toll. Ja. Also wie ihr seht, Marian ist ein Mensch, der extrem strahlt und sehr viel Power mit sich bringt, mitbringt für alle Menschen. Und ich muss jetzt hier etwas sagen, was ich ja normalerweise in meinen Interviews nicht mache. Und wir Frauen, wir reden ja nicht so gerne über unser liebes Alter. Aber Marian, du beeindruckst mich wirklich enorm. Weil Marian ist ja schon etwas, wenn ich das so nennen darf, schon etwas in einem älteren Alter. Möchtest du das mit uns teilen? Ja, ich bin Jahrgang 1959, habe jetzt dann die 6 vor mir, 60. Ich finde für mich jetzt die allerbeste Ära, die am Starten ist. Ich arbeite ja auch mit Kindern, 6-Klässler, 12-jährig. Wir hatten den Elternbesuchsmorgen und ich finde die Kinder so lahm. Und dann durfte ich einen kleinen Teil mit der Klassenlehrerin machen und ich kann gar nicht mehr anders, als die Kinder hinführen und sagen, ey, du bist so jung, wo ist deine Energie? Und stecken die so auf oder irgend so da, dass man es fast nicht sieht. Und sagen, ey, zeig mir deine Energie, hoch mit dem Arm. Ich will dein Ja, ich will dein Nein sehen, ich will dein Commitment haben. Wunderbar, wunderbar. Also 60 und volle Lebendigkeit. Also das zeigt eindeutig, Leute, es ist komplett egal, wie alt du bist. Es kommt immer darauf an, was du von innen nach außen bringst. Und du hast da wirklich enorm viel Energie. Und das bringt und führt mich geradezu zu dem Thema, was du denn nebst dieser schulischen Unterstützung machst. Erzähl doch unserem Publikum genau, was du denn jetzt genau in diesem Moment an dir arbeitest und noch was du nach außen trittst. Also alte Vergangenheit ist, ich habe 34 Jahre massiert, ich habe Druckmassage, Akupressur, das habe ich am meisten geliebt, und Fußdruckmassage. Diese Ära ging im April 2016 zu Ende, aber natürlich, die Spuren sind trotzdem da, weil ich gehe ja jetzt raus mit meinem Thema an der Speaker-Kreuz und auch in meinem Buch dazu. Und ich kann jetzt nochmal schöpfen von all dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, mit den Übungen, die ich mitgebe. Und ich brenne jetzt natürlich auf die Bühne zu treten als Speakerin. Bin schon auf Bühnen gestanden in kleinen Rahmen. Jetzt vergrößert sich das. Und ich sehe mich auf großen Bühnen. Aber es ist ganz toll, so als 7-Jährige bei meinem Papa, Mimkerverein, Gedichtaufsagen, dann sind das 60 Leute, dann werden es 150 Leute. Und ich freue mich einfach, wie diese Pflanze wachsen und wachsen kann. Und meine Reichweite sich erhöht und ich einfach Vertrauen in mich finde, meine Stimme wirklich den vollen Klang bekommt. Wie Marian schon erzählt hat, sie wird unter anderem zusammen mit mir einer von 15 bis 20 verschiedenen dynamischen Top-Speakern sein und es ist eine ganz tolle Freude, mit dir dieses Erlebnis zusammen erleben zu dürfen. Erzähl noch ganz kurz, bring es auf den Punkt, was ist dein Thema auf der Gruß? Also
Ich habe so als Buchtitel auf den Punkt gebracht, von der Stressmaschine zur Dampfmaschine, volle Kraft voraus. Weil ich merke, beides ist Energie, beides ist Kraft, beides ist Lebensenergie. Und mir geht es darum, dem Publikum und den Menschen, die das Buch lesen, und nicht nur lesen, sondern auch umsetzen, du hast eine Kraft. Wie der Natur, es kann zerstörerisch sein oder es kann aufbauend sein. Und es liegt an mir, 100% die Kraft so umzusetzen, dass es gesund ist für mich. Weil mich hat mein Stress krank gemacht. Genau, du hast es schon angesprochen. Also Marian, und das ist das weitere unglaublich motivierende und inspirierende an dieser wundervollen Frau ist, ja, es lief nicht immer alles so fließend und so wunderbar. Du hattest eben auch eine doch relativ schwere Krankheit ganz, ganz gut und mit Heilkraft überwunden. Ja. Möchtest du da vielleicht? Ja. Also jetzt natürlich ist nochmal die Zeit, mich mit dem auseinanderzusetzen. Und in meiner Bio habe ich geschrieben, mit 33, das war einfach ein Lebensbruch. Weil es hieß, von meinem damaligen Lehrer, ich habe Unterricht genommen, um Mundharmonika zu lernen, und der hat mir so diesen famosen Satz gesagt, Marian, du kommst mir vor wie eine Wandererin, die vergisst, Pause zu machen. Und ich war dann, verstehe nicht, was der meint, aber so im Nachhinein, ich dachte, aha, ich hatte zwar immer die volle Power, meine Freundin sagt, ey, bei dir, von morgens um 7 bis Mitternacht. Und ich, ja, Energie ist ja da. Aber eben 60, auch kurz zurückgeschaut, um dann wieder in die Zukunft zu schauen und das jetzt tatsächlich zu leben, in Gesundheit zu leben, heißt, wir brauchen im Leben einen Rhythmus. Es gibt so viele Lebensgesetze und eine davon ist, Gas geben ja natürlich, aber auch bitte wieder sich erholen, Kraft tanken, um wieder vorwärts zu gehen. Und das ist so das Größte, was ich am Lernen bin. Genau, das ist genau das Thema, was ich ja in meinem Buch eben auch bespreche. Was sind Stärken und Talenten und wie hat sich dein Leben verändert, nachdem du diese erkannt und auch für dein Leben positiv eben eingesetzt hast? Also wenn ich merke, ich bin müde, nicht nur so Pseudomüdigkeit, weil man jetzt keine Lust hat, sondern wo ich wirklich merke, ja, es ist wichtig, 20 Minuten ein Powernapping zu machen, um dann wieder mit voller Kraft weiterzumachen. Das ist so das, was ich am meisten mitnehme, in den Rhythmus zu kommen. Und der innere Arzt ist ja der eigene Körper. Und ich denke, ja, ich muss jetzt, ich habe doch mich committed, das Buch zu schreiben, ich habe mich committed, als Speakerin aufzutreten, das Zeug muss doch fertig sein. Trotzdem sage ich, ja, ist alles in Ordnung, aber was nützt es, wenn ich dann krank bin und ich nicht auf die Bühne kann, keine Stimme habe, nicht auf die Bühne kann. Also besser zu hören, die kleine Pause zu machen und trotzdem das Ziel immer noch im Auge zu behalten. Das hast du jetzt ganz wunderbar zusammengefasst. Ja. Also ihr seht, Marian bringt da enorm viel Lebensweisheit und Lebenserfahrung mit und kombiniert das mit einer wunderbaren Erfrischung und zudem eben diesen Power, der eben wirklich zu Teil viele junge Leute nicht mit sich bringen. Hast du denn für unser Publikum hier auch, was dein Potenzialsentfaltung, auch noch so den einen oder anderen Tipp, gerade an die Jungen vielleicht, wie können sie schauen, dass sie ihr Potenzial wirklich entfalten? Ja, ich sage immer, was wir immer, immer dabei haben, ist der eigene Atem. Also ich habe meine Gesundheitsapotheke immer bei mir selbst. Und ich kann diese Apotheke anwenden in einer Gruppe, in einem Restaurant, weil 2-3 tiefe Atemzüge machen, die Leute checken nicht, wenn ich die Augen schließe. Aber ich weiß, ich habe geschaut, dass ich
in der Erholung bin und dann wieder präsent sein kann für das, was das Leben von mir fordert. Und meinen Schülern gebe ich das auch immer mit. Die haben natürlich Prüfungen, Jugendliche haben auch Prüfungen, die LAP. Und dann, ja, ich muss Stress haben, ich muss lernen, ich muss ja noch diese... Nein, bleib einfach in deiner Ruhe und einen Tag vor der Prüfung nicht mehr lernen. Lieber etwas Gutes essen, mit der Freundin zusammen sein, mit der Familie sein. So, der nächste Tag wird mein bester Tag, weil da gehe ich ja auf mein nächstes Level. Prüfung abschließen oder egal, einfach die Ziele, die ich habe. Weil am nächsten Tag geht es weiter. Also lieber drei Atemzüge machen, in der Ruhe bleiben, sich ausruhen und wissen, dann habe ich am nächsten Tag wieder die volle Kraft zur Verfügung, um zu sagen, ich habe wieder meine Direktive, mit der ich weitergehen kann. Und da gibt es 100 Rezepte. Und für mich, das, ich habe ja so viel gelesen und so viel kennengelernt an Therapien und auch selber therapiert, selber gecoacht. Aber das Elementarste finde ich immer atmen. Bauch. Ja. Und aufs Gefühl hören und nicht meinen, ich muss immer über die Stränge schlagen. Weil das rächt sich mit gesundheitlichen Schwierigkeiten oder Partnerschaften gehen auseinander, Freunde entfernen sich. Und man sagt immer, man bezahlt seinen Preis, aber so ein Preis, den müssen wir nicht bezahlen. Ich finde, der ist zu hoch. Das ist wirklich auf Deutsch, fremdländisch, Bullshit. Bullshit. Wirklich Bullshit. Also im wahrsten Sinne des Wortes kann Marian da aus tiefem Herzen, aus einer Fülle an Erfahrung da, ja, eben von diesem Leid und auch eben von dieser Tatsache eben erzählen. Deshalb, Leute, unbedingt schauen, dass ihr da diese Empfehlungen von Marian für euch mitnehmt. Was hast du für ein Lebensmotto? Was würdest du da meinen? Also mein Lebensmotto ist, auch mit 60 volle Kraft voraus, denn Vitalität ist wichtig. Und wenn ich hingucke, wie gewinne ich diese Vitalität, die kann ich haben in jedem Alter. Ich erlebe bei einem anderen Mentor, wie auch die Kinder gefördert werden. Und ich sehe dann meine Schüler und dann sehe ich diese Kinder, 8-jährig, 9-jährig, 11-jährig, 12-jährig. Die machen so Interviews wie wir, aus dem Stegreif heraus. Und dann, meine Güte, es gibt ja so kein Alter. Und mich freut es, dass diese Jungs, es waren halt jetzt Jungs, die können halt jetzt selbstverständlich Mädchen sein, aber die haben so ein Vertrauen in sich und die haben Eltern, die ihnen vertrauen und die nehmen die einfach mit auf die Seminare. Wunderbar. Und wunderbar. Wir sind ja hier in St. Moritz bei Ernst Krameri. Ernst Krameri hatte auch ein Seminar und da waren halt auch tolle Eltern, die haben die Kinder mitgenommen. Also, wenn man sagt so, das finde ich schon abgegangen. Kinder sind unsere Zukunft. Ich mag den Satz nicht, weil ich finde, jedes Leben ist einfach da für jetzt, für die Gegenwart, für Schöpfungsprozess. Wow. Und Alter ist egal. Mein Papa wurde 91. Ja. Also, mein Papa hat das einfach vorgelebt. Es gibt kein Alter, es gibt einfach die Begeisterung für ein Thema. Bei ihm war es die Imkerei, der Honig. Wow. Und wenn ich für etwas stehe, dann, Alter ist wirklich egal. Ich kann im Rollstuhl sitzen, kann immer noch rausgehen. Ich kann nicht mehr aus der Wohnung gehen. Heute mit all den ganzen Online-Tools, ich kann coachen bis ans Lebenende. Ja. Ich kann Bücher schreiben bis ans Lebenende. Ein Rollstuhl bindet mich nicht, eine Wohnung bindet mich nicht, auch wenn ich jetzt, könnte ich nicht mehr raus, habe natürlich das Bild, dass ich beweglich bin, oder? Wunderbar. Aber wunderbar. Einfach, das müsste ich gerne mitgeben. Es gibt in eurem Leben keine Hindernisse, um das noch zu tun, wofür ihr brennt. So wie die Carmen mit ihrem ganzen Lebensfeuer, kann ich wirklich sagen. Also wenn wir wirklich unser Feuer leben, unsere Passion,
Alles ist möglich. Wunderbar, wunderbare Sätze. Und was mich jetzt wirklich freut, ist zu erfahren, dass dein Vater wirklich über 90 Jahre alt geworden ist. Das heißt, wir haben noch über 30 Jahre, wo wir in Marian wunderbare Sachen erfahren werden. Du hast ja vorhin schon angesprochen, du schreibst ja gerade ein Buch, das wird ja nächstens veröffentlicht. Ja. Wie ist der Titel von diesem Buch? Von der Stressmaschine hin zur Dampfmaschine. Mhm. Volle Kraft voraus. Und dann hat es unten noch so ein Zucker natürlich, oder? Bündle deine Kraft. Wunderbar. Ich werde, sobald das Buch veröffentlicht ist, natürlich unten ein Bild von deinem Buch publizieren. Danke. Natürlich auch alle weiteren Informationen von Marian, ihren Link. Du gibst ja auch Coachings. Ja. Du bietest ja sehr viel an. Und hier möchte ich gerade... Ich mag das Wort zwar gar nicht, so 60 plus, 70 plus, aber Leute, ihr seid hier wunderbar. Ja, bei Marian, lasst euch da wirklich weiterhelfen. Wenn ihr da so einen kleinen Energieschub braucht, da ist Marian wirklich in bester Hand. Ja, und ich möchte sagen, zu meinem Angebot, ich bin in der Ausbildung zur Trainerin für Neurografik und wer mein Buch in die Hand nimmt, der hat da natürlich auch oben ein schönes Band drin von der Neurografik. Wow, und auf meiner Seite könnt ihr von meinem Lehrer einen kleinen Einführungsfilm anschauen. Mhm. Und da gehe ich natürlich auch jetzt nach außen. Schön. Also wer sagt, aber meins ist nicht so die Worte. Mhm. Ich habe manchmal einfach nicht die Sätze zur Verfügung, aber ich fühle. Und wer fühlt, kann in den Ausdruck gehen. Und ihr müsst für diese Neurografik überhaupt nicht zeichnen können, einen Stift in der Hand halten, das Thema kennen und dann bin ich ja dann euer Coach, begleite euch mit den entsprechenden Fragen und ihr könnt durch Zeichnen eure Blockaden lösen und habt sowieso nachher am Schluss ein Kunstwerk in den Händen. Wow. Wie geil ist das denn? Ja, also das kann man wirklich sagen, das finde ich ganz fantastisch. Da möchte ich euch ermutigen, dass nicht nur über Worte können wir zu unseren Lösungen kommen. Es gibt so viel auf dieser Welt. Das finde ich einen wunderschönen Ansatz und bringt mich gerade ideal zu meinem Nächsten. Ja, liebe Marian, herzlichen Dank, dass du all dein Wissen und all diese wundervollen Erkenntnisse mit mir und mit meinem Publikum, mit den Zuschauern teilst. Herzlichen Dank. Und wie du ja weißt, jeder, der hier bei mir ja mitmacht, bekommt von mir das Buch Lustvollends Frau zu sein. Auch in dir steckt eine Vollblutfrau. Lebe sie. Bekommt sein Buch natürlich mit persönlichen Widmung geschenkt und da muss ich jetzt wirklich an dieser Stelle sagen, also Marian, du bist ein wahres Vollblut-Frau-Weibchen im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist mir eine große, große Ehre, dir dieses Buch zu überreichen. Danke, liebe Carmen. Ich bin ganz stolz, dieses Buch als mein eigenes zu nennen. Zu nennen. Weil ich meine, hallo, von Frau zu Frau, so ein tolles Buch und vollends, voll und ganz Frau zu sein. Und das wünsche ich jeder Frau, das wünsche ich jedem Menschen. Sei wirklich voll und ganz dich selber und sei in deinem Feuer. Und wir haben hier, Carmen, diese tolle rote Farbe. Also cooles Cover, oder? Das spricht an. Ich liebe Schuhe. Welche Frau liebt keine Schuhe? Spricht sie wirklich an. Marian, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass du doch unglaublich viel Erkenntnisse ja schon mitnehmen durftest in dein Leben, doch das ein oder andere noch in dem Buch findest, das dir weiterhilft. Wir sind schon sehr, sehr gespannt auf dein Buch und wir freuen uns schon sehr, sobald du das publiziert hast. Wie gesagt, ich werde das dann nach wie vor dann noch einbauen. Möchtest du noch etwas mit unserem Publikum teilen? Ja, in Bezug auf Stress, was ja da dann mein Thema ist, es gibt so ein ganz schönes Bild. Wenn ich so einen gespannten Faden habe, Spannung ist wichtig, aber wenn ich es überspanne, dann reißt es. Also Spannung, ich habe ja 34 Jahre massiert und da ist auch, es ist wichtig, einen guten Tonus zu haben, eine gute Spannung zu haben, dass wir so herrlich wirklich aufgerichtet sein können. Ihr kennt bestimmt auch die, welche so schlaff sind. Das ist nichts, das ist kein Power da. Ja. Aber wenn der Tonus stimmt, dann sind wir in unserer Kraft. Sehr gut erkannt und sehr gut auf den Punkt gebracht.
Das ist auch, glaube ich, eine gute Übung für jede einzelne Person, Männlein wie Weiblein, um zu kontrollieren, wie sitze ich gerade hier. Das ist ein ganz toller Tipp. Herzlichen Dank nochmal. Gern geschehen, ja. Ja, ich bedanke mich, dass du hier warst. Wir beide, zusammen mit vielen anderen Speakern, werden ja die zweite Speaker Cruise von der Welt in Köln am 31. März rocken. Verfolgt dies. Ihr werdet Marian und eben auch Christine Hoffmann, welche ja auch schon Teil von unserem Interview war, mitverfolgen können. Ich an meiner Stelle herzlichen Dank nochmal, dass du dabei warst. Wünsche dir toi 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 alles Gute für dein Buch und für deine Projekte, aber ich bin mir sicher, du wirst da weiterhin als wundervolle Inspiration für alt und für jung gleichwohl wunderbare Dienste leisten. Herzlichen Dank. Liebe Carmen, ich danke dir. Es war eine wunderbare Zeit und bleib dran für die nächsten Interviews. Ihr wisst, Carmen hat ihr Buch. Es bedeutet jede Woche ein Interview, 52 Mal wunderbare, tolle Frauen. So wie ihr euch darauf freuen könnt, freue ich mich auch dran. Einfach tolle Inputs von uns Weibern. Yes, genau. Und darum geht es, im Wissen teilen, auf dass wir Frauen die Säulen dieser Welt wahrlich noch weitere wundervolle Projekte und Dinge umsetzen können. Und das war auch schon mein Stichwort. Ich bedanke mich herzlich für euer Dabeisein, für euer Zusehen. Bedanke mich noch einmal bei Marian für ihr Dabeisein und wir beide würden uns natürlich sehr freuen, wenn du deinen Kommentar, dein Feedback hier unten weiterschreibst. Ja. Mit uns was war teilt. Der Gewinn von dem, was wir euch heute mitgeteilt haben? Was nehmt ihr davon mit in euer Leben? Weil das, was ihr unten noch in den Kommentar schreibt, das ist wieder für all diejenigen, welche es zugehört haben, auch wieder Inspiration. Absolut. Es ist so wichtig, dass wir als Gemeinschaft einander immer wieder hochhalten. Genau, das hast du jetzt wirklich noch wunderbar auf den Punkt gebracht. Kann ich nur unterstreichen. Also, macht es! Herzlichen Dank nochmal. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Lebt euer volles Potenzial. Nutzt eure Stärken und Talente. Ihr habt wundervolle und lebt wirklich das Vollblutfrausein absolut aus. In diesem Sinne, herzliche Grüße aus St. Moritz. Und wir sehen uns nächste Woche bei unserem nächsten Interviewpartner. Auf diesen Film. Alles Gute. Ciao. Ciao. Danke.